Hey Leute, willkommen zu einem Video. Mit dabei ist heute Luca. Moin. Ja, heute hinter der Kamera. Luca, was machen wir heute? Fragen beantworten. Ja, irgendwie, Luca hat irgendwie 100 schnelle Fragen. Wir werden gucken, wie lange sich das zieht. Und je nachdem, so viele Fragen beantworten wie möglich. Und Leute, falls ihr gerne mehr Videos sehen wollt, dann lasst gerne eine positive Bewertung da. Let's go. Horrorfilm oder Komödie? Horrorfilm. Ich hasse Komödien. Netflix oder Amazon? Eindeutig Netflix. Facebook oder Instagram? Instagram. Buch oder Podcast? Ganz klar Podcast. Auto selber fahren oder fahren lassen? Es kommt drauf an, mal so für längere Strecken würde ich es mir mal wünschen, dass ich einfach nur mal Beifahrer bin. Tee oder Kaffee? Tee. Wein oder Champagner? Champagner? Keine Ahnung. Welche Mode trägst du am meisten? Röcke? Ich weiß nicht. Nein, okay, am meisten auch nicht, aber... Im Sommer trage ich sehr gerne Röcke. Ich weiß nicht, was ich sonst antworten soll. Die Frage, warum sind Frauen nicht lustig? Autsch. Sind Frauen so unlustig? Nee, ich finde dich ziemlich witzig. Dankeschön. Kein Thema. Alles klar. Wie sehr liebst du Köln? Naja, das Ding ist, ich liebe Köln sehr, sehr doll. Aber einfach so mit den Erinnerungen, die man mit Köln verbindet. Einfach die Gamescom. Keine Ahnung, einfach, dass man so die ganzen Leute sieht und so. Aber direkt gute Laune. Wie schlimm wäre es, wenn du dein Instagram löschen müsstest? Ist halt eher auch so ein Bestandteil von mir. Also würde es mich schon irgendwie kränken, wenn auf einmal mein Instagram-Account weg wäre. Ich bin da ja schon sehr aktiv und ich schreibe da ja auch hauptsächlich so mit meiner Community. Also ich wäre sehr sad eigentlich. Hund oder Katze? Katze. Schokolade oder Gummibärchen? Ich hasse Gummibärchen. Eindeutig Schokolade. Aber Schokolade ist so okay, aber ja. Hose oder Rock? Rock. Schoko oder Vanillepudding? Schokopudding. Aber ich bin generell kein Fan von Pudding. Fußball oder Formel 1? Fußball. Zitrone oder Pfirsich-Eistee? Pfirsich. Aber das hatte ich ja auch schon öfters beantwortet. Ich habe eine Zeit lang so viel Pfirsich getrunken, dass ich es nicht mehr trinken konnte. Dann habe ich zu Zitrone gewechselt. Da genau das Gleiche und ich wieder zurück zu Pfirsich. Puzzeln oder Fernsehen? Fernsehen? McDonald's oder Burger King? McDonald's, eindeutig. Tattoo oder Piercing? Keine Ahnung. Tattoo? Nee. Piercing? Auch Nabel Piercing. Gold oder Silber? Ich trage mehr Silber. Beziehungsweise ich trage ja momentan eigentlich so Rosé-Gold. Rock oder Popmusik? Ich dachte gerade an Rock. Oh. Ach, dann kam dieses Popmusik. Ich dachte so, das hat einfach gerade schon. Popmusik. Rot oder Grün? Rot. Ich finde, Grün ist die hässlichste Farbe. Ja, true. Kaninchen oder Meerschweinchen? Kaninchen. Holz oder Plastik? Was ist das für eine Frage? Wer stellt sich so die Frage, ein Holz oder doch lieber Plastik? Also, keine Ahnung. Ich finde Holz schöner. Auto oder Fahrrad? Also, eigentlich Auto. Aber eigentlich ist Fahrrad halt viel besser und mach mal selbst was. Keine Ahnung. Ich bin früher überall mit dem Fahrrad hingefahren. Dann war ich volljährig und konnte Auto fahren. Singen oder tanzen? Singen, aber beides, also tanzen und singen, nur wenn ich eigentlich alleine bin. Feiern oder chillen? Verschieden, also keine Ahnung, mittlerweile hat man, glaube ich, genug vom Chillen und bin mal wieder raus und was mit Leuten unternehmen und so und dann mal feiern gehen. Mal so, also sollte so eine gute Mischung von beiden sein. Schwarz oder weiß? Weiß. Weihnachten oder Ostern? Weihnachten, lass wer Ostern sagt. Butter oder Margarine? Es ist so egal, ich schmecke da keinen Unterschied, das wird echt... So Schnuppe. Margarine ist so weicher irgendwie. Keine Ahnung. Geschmacklich? Schmeckt auch ganz schön. Ja. Sommer oder Winter? Eindeutig Sommer. Ich bin ein Mensch, der sich sehr, von dem die Gefühle sehr geleitet werden von der Jahreszeit. Superman oder Batman? Batman. Warm oder kalt? Warm. Punkte oder Streifen? Streifen. Berge oder Meer? Meer, weil ich nie wirklich am Meer bin. Süßes oder salziges Popcorn? Eindeutig süßes. Ich finde salzig so ekelig. Das ist einmal in Holland probiert, aber... Sport oder Faulenzen? Faulenzen bevorzuge ich, aber eigentlich will ich mal wieder Sport machen. Sanft oder leidenschaftlich? Leidenschaftlich. Oh. Früh oder spät aufstehen? Spät aufstehen.
Ketchup oder Mayo? Eindeutig Mayo. Ich bin absolutes Mayo-Kind. Nudeln oder Kartoffeln? Nudeln. Erdbeere oder Kirsche? Kirschen. Ich hasse Erdbeeren. Das können die meisten nicht verstehen. Ich mag auch keine Tomaten, ich mag keine Erdbeeren. Ich bin sowieso, was Essen angeht, ein sehr schwieriger Mensch. Das nervt mich aber selbst auch, vor allem wenn man bei anderen Leuten essen möchte. Tag oder Nacht? Keine Ahnung, ich feiere beides. So kommt auf meinen, meine Feelings an. Es war halt auch manchmal entspannt, so nachts einfach spazieren zu gehen. So. Träumer oder Realist? Realist. Ja, 100%. Kino oder Fernseher? Fernseher, weil also das Einzige, was ich geil finde bei Kino, ist halt einfach das Popcorn. Aber guck mal, wenn du zu Hause bist, erstmal Fernsehen gucken, schön so gemütlich ins Bett so einmurmeln, einfach chillen. Und du sparst halt dieses ganze Hackmack und bist einfach alleine. Chaotisch oder ordentlich? Ordentlich, oder? Ja. Regen oder Schnee? Schnee. Es sei denn, es ist richtig geiles Wetter und dann regnet es kurz, man geht so raus und es riecht so richtig geil. Brünett oder blond? Nee, egal. Das Gesamtpaket muss passen. Hamburger oder Cheeseburger? Cheeseburger. Samstag oder Sonntag? Samstag, weil Sonntag hat man so den Gedanken, okay, morgen wieder arbeiten, morgen wieder Schule. Und Samstag kann man einfach chillen. Reisen oder zu Hause? Reisen, kann ich ja ein Lied von singen, Mensch. Wäre schon so oft reisen. Ich will gerne mehr unterwegs sein, aber... Haus oder Wohnung? Haus. Blass oder braun? Braun. Brot oder Brötchen? Brötchen, so richtig knusprige, die so richtig lecker sind. Harry Potter oder Herr der Ringe? Gar nichts. Duschen oder baden? Duschen, wenn es schnell gehen muss, aber baden das Ganze... Also ich bade halt so selten, aber eigentlich ist es auch zwischendurch mal ganz entspannt. Kochen oder bestellen? Bestellen. So eine Mama kocht. Land oder Stadt? Land. Rücken- oder Seitenschläfer? Seitenschläfer. Ich bin so wie so ein Embryo. Schlafe ich. Ja, das stimmt. Heirat oder wilde Ehe? Wilde Ehe. Kann man Spaß heiraten. Dein Blick. Schwitzen oder frieren? Ja, ich bin so ein Schwitzer. Also. Nein, das Ding ist so ein bisschen. Ich sitze so da und ich schwitze schon. So, ich fahre 3 Meter Fahrrad und ich schwitze gefühlt. Oh. Ja, es ist ein anstrengendes Leben, okay. Müsli oder Cornflakes? Gar nichts. Teppich oder Fliesen? Teppich, es ist schön warm. Und die letzte kannst du nicht beantworten, weil die kennst du wahrscheinlich beide nicht. Was? Friends oder How I Met Your Mother? Beides nicht. Okay, also Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, sehr gerne eine positive Bewertung da. Und wenn ich mehr Videos bringen soll, dann schreibt es mal in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. To fade.